Jawohl, da warten schon alle sehnsüchtig auf den Helden, der die Eier der Minecrawler-Königin errungen hat. Für Quakalom, für die Bruderschaft, für Gomez. Und los! Jungs, eure sehnsüchtigen Blicke durchbohren den Helden. Was? Für Gomez. Jetzt habe ich Aschgarn, ja, die. Nö, 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 nö. Templar first. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Kor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Jo, und ich sage, wir lassen ihn noch ein Der wenig. Schläfer erwache. Wir lassen Korkalom noch ein wenig warten. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Und über dich, Der Schläfer erwache. mein wunderschöner Freund mit dem geilen Haarschnitt. Und du? Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Jawohl. Möge der Schläfer dich schützen. Möge er dich auch schützen. Und Aschgarn, was Für sagst du? Gomez. Für Gomez, was sagst du dazu, dass sie die Eier der Queen errungen haben? Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet sein. Das ist eine gute Nachricht. Werde gleich einen Boten zu Torvus schicken. Oleg, ein Bote für Torus. Jetzt geht's ab, Leute. Für Torus direkt. Und Torus ist Gardist, was das nur bedeuten mag. Niemand weiß es, und niemand will Spoiler hören, also halte jetzt mein Maul. Jo, wir gehen jetzt erstmal zu Ian, labern mit dem. Der Boss der Mine muss auf jeden Fall erfahren, dass die Gefahr gebannt ist und ab jetzt komplett in der kompletten Mine überall geschürft werden kann. Also nicht zu tief graben, weil es gibt immer irgendwelche Feuerungeheuer, die in der Tiefe leben und die aufwachen, wenn man zu tief buddelt. Aber in der bis jetzt freigelegten Mine ist alles safe. Da kann er sich komplett austoben mit seiner Buddlerherrscher. Und den Sklaven wollen wir irgendwie auch nochmal irgendwann befreien. Das sollte ich mir dann fast nochmal aufschreiben. Ian. Für Gomez. Für Gomez. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Oh, geil. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. So, Ian. Ah, der. Ja, Ian, das ist so ein richtig guter Anführer, der weiß immer, wonach seinen Leuten gerade ist. Oder wie man Wertehelden glücklich macht. Das sind die Minecrawler-Eier. Irgendwo haben wir noch eine Laute gehabt. Aber die hatten wir schon in der letzten Folge. Die tut jetzt nichts zur Sache. Wo ist das Bier? Es ist bestimmt bei den Nahrungsmitteln. Bier. 27 Flaschen im Rucksack. Da können wir mal eine gönnen. Nuck, nuck, nuck. Sehr nice. Sehr nice. Jo. Jo, also wir sind jetzt mit den sekrethaltigen Eiern unterwegs. Da geht's drauf. Da geht's drauf. Wo läufst du hin? Ja, da meint man immer, der hat Ahnung vor dem Spiel und dann sowas. ESLP. Du enttäuscht mich immer wieder. Ja, ist ja schon gut. Mit den Eiern der Minecrawler-Königin im Gepäck gehen wir Ding zu Korkalom mit einem Umweg über das älteste aller Lager, weil da gibt es einen Boten, der Richtung Torus geschickt wurde und den versuchen wir jetzt dann einzuholen. Wettrennen gestartet, sobald wir die Mine verlassen. Und vorher machen wir noch mal einen kleinen Quickshave, weil so eine alte Krux von Gothic 1 ist es, beim Weltenwechsel abzustürzen. Aber damit kommt man klar. Gothic. Hey, gute Arbeit, das mit den Hey. Crawlern.
Damit hast du dir deine Aufnahme bei den Gardisten verdient. Hey. Geh doch mal zum alten Lager und sprich mit Torus darüber. Oh Gott, ich will aber... Wir sehen uns. Ich will aber Magier werden. Kein Gardist. Gardist ist mir zu... Ja. Einer der Schergen Gommes. Ja. Ne, an sich wäre Gardist auch voll cool. Jo, also wieder draußen. Da sind die. Die zwei Templer, die da immer rumgammeln. Als hätten die nichts Besseres zu tun. Geschwindigkeitsdrang. Und? Gibt es an der Fackel, dass sie jetzt nicht sprint? Jo, geh doch. Boah, ey. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ja, man sagst mir den Templer. Manche lernen gar nichts dazu. Boah, ey, hatte ich jetzt Glück. Ey, ich dachte schon, mit der Fackel in der Hand, dass der Geschwindigkeitsdrang jetzt auf einmal total verpackt ist oder so. Kann alles passieren. Alles gut. Alles gut. Wir sind hier in der Wildnis, im großen, finsteren Wald, in dem noch ein paar Viecher wohnen, weil... Ja, wir wollen ja nicht, dass die Tierwelt in Gothic zu sehr unter dem Helden leidet. Es soll ja noch Tiere geben, nachdem Gothic 1 vorbei ist. Und ja, es will einfach niemand, dass die aussterben. Also lassen wir die da in Ruhe noch ein bisschen gedeihen und sich vermehren. So ganz ehrlich, ohne den... Ich zerschieße euch Gulasch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich mal vorbei. Greift er den jetzt auch noch an? Nein. So ganz ehrlich, ohne den... Pass auf, wo du hingehst. Ohne den zusätzliche Vegetation-Mod schaut das hier echt leer aus, muss ich gestehen. Das gut gealterte... alte Lager ist in greifbare Nähe gerückt. Jungs, der Held der Mine ist wieder hier und langsam wird's auch Abend. Hey, gut, dass du da bist. Torus will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Junge, du bist jetzt der... Das ist der fünfte Typ der Mann. Geh mal zu Torus. Ist langsam... Robert, wo soll ich hingehen? Wer sucht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, sucht mich wer? Was ist denn das hier für ein komisches Getöns? Gehört das so? Wir nächtigen. Denn nach einem Kampf mit einer mächtigen Crawler-Königin braucht auch der mächtigste aller Helden braucht auch mal ein bisschen Schlaf, um sich wieder zu erholen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Joho, moin und... Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich, mit du? Uns. Nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Natürlich, Bloodwind ist auf der Todesliste. Ja gut, diese Wassereffekte auf der Wand bleiben wohl. Das ist eine sehr schöne, wie nennt man das bei Holzbeize? Oder es ist schön angestrichen, mein puddelnder Freund. Wem auch immer diese Hütte gehört. Und da hinten sehen wir die Stolzen in Extremo, die wir... Ein Event, was nicht getriggert wird, weil GEMA und so. Aber es ist geil. Gönnt euch. Wenn ihr Gothic 1 habt, gönnt euch in Extremo-Konzert. Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell! Sonst versäumst du noch den Auftritt. Ja. Okay, anscheinend ist dieser komische Effekt dabei allen. Ja, wir dürfen dem jetzt nicht hinterherlaufen, weil der unten das in Extremo-Event triggert. Diego? Für Gomez. Ihr könnt die schwere Schattenkluft erwerben, aber so kurz vor dem Aufstieg... Mach's gut. Zum Gardist ist es wahrscheinlich keine so gute Idee. Aber wir ziehen die Folge jetzt so lang hier durch. Also diese paar Schimmerwände werden hoffentlich keinem zu sehr stören. Wenn doch, ihr wisst, wo man sich beschweren kann. Torus?
Du, ich habe gehört, du willst reden. Für Gomez. Du bist gesprächsfreudig. Du wolltest mir etwas mitteilen. Ja. Durch das, was du in der Mine getan hast, hast du nicht nur deine Tapferkeit, sondern auch deine Stärke und deine Fähigkeit im Kampf unter Beweis gestellt. Ich bin bereit, dich in die Reihen der Gardisten aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Wie sieht's aus? Und wenn ich nicht will? Ich interessiere mich für den Weg der Magie. Mich für den Weg der Magie. Nun, dann solltest du vielleicht mit Koristo sprechen. Er hat auch Milton unterrichtet. Ich bin sicher, dem steht nichts im Wege. Ja, wenn abgemagerter Lappen in der Robe, habe ich eine geile Zukunft vor mir, Leute. Ja, das Lotterleben ist vorbei, jetzt heißt's büffeln, lernen, Bücher studieren, sich viel im Keller aufhalten, Sonne meiden, das ganze Magergedöns eben. Ohne die Minecrawler ist der Erzabbau viel sicherer geworden. Auch jo. Koristo weiß davon. Er wünscht dich zu sprechen. Geh zu ihm. Wir sehen uns. Moment, es gab irgendeine Möglichkeit, wie man beiden Lagern beitreten kann, wie man gleichzeitig Gardist und Feuermagier werden konnte. Da muss man die Gesprächsoptionen in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Aber die Reihenfolge weiß ich nicht mehr, also werden wir direkt Magier. Koristo, guten Tag. Du mächtiger Magier, du. Das Ambiente taugt mir überhaupt nicht, Koristo. Wir sind bei der Nahrung, es geht nicht mehr. Wir brauchen echte Stimmung hier. Und die Stimmung ist natürlich mit Fackelschein viel besser für so ein Einweihungsritual. Gibt es hier noch mehr Fackelstände? Hallöle? Ich bin auf der Suche nach Fackelstände. Wer macht hier Magiegedöns? Das sind Buchständer, Bänke. Interessant. Drago, wer bist denn du überhaupt? Alles klar bei dir? Ja, freilich. Okay, gut, dann labern wir mit Koristo. Oder gibt's hier noch was? Die Gemächer der Magier. Ja, einfach gehalten. Ihnen reichen ein Bett und eine Truhe. Koristo! Sei gegrüßt. Ja, ich grüß zurück. An der Geschichte muss ja doch wohl was dran sein. Ich möchte in den Kreis der Magier aufgenommen werden. Du willst also ein Magier des Feuers werden. Schon viele wollten uns angehören und nur einen habe ich in all den Jahren zum Lehrling genommen. Alle anderen haben versagt. Dein Geist ist reif für die Aufnahme. Wenn du Magier werden willst, dann muss ich dich zuvor prüfen. Sag mir Bescheid, wenn du dich dieser Prüfung unterziehen willst. Okay. Ich bin bereit. Stell mich auf die Probe. Gut. Du hast der Bruderschaft im Sumpf einen Dienst erwiesen, richtig? Ich bin dabei. Ja. Wie ist der Name unseres Gottes? Der Name ist Inos. Inos. Was ist die höchste Tugend? Die höchste Tugend ist... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Die Ehre des Kämpfers. Ich glaube, mit der Möglichkeit haut uns Koristo. Die Ehrfurcht vor den Göttern? Nee. Die Demut vor der Magie wahrscheinlich. Ich denke, sowas will der hören. Die Demut vor der Magie. Du hast gut und recht geantwortet. Ich werde dich die Kunst der Magie lehren. Folge mir nun zur Halle der Magie, wo du den alten Schwur leisten wirst. Er schreitet. Und
Die Zeit schaut gut aus. Ich benutze mal schnell Google, wie das mit den beiden Lagern funktioniert. Okay, ich hab's. Man kann gleichzeitig Magier und Gardist werden. Schritt 1. Du sagst zu Torus, dass du dich für den Weg als Magier interessierst. Abgeschlossen. Dann gehst du ins Magierhaus, zu Koristo, im Eingang und mit diesem sprichst du bis zum Punkt, kommst, dass du die Prüfung absolvieren willst. Beginne nicht mit der Prüfung. Okay, die Prüfung wurde begonnen, dann hat das jetzt nicht funktioniert. Okay. Ja, und dann geht man, anstatt dass man mit Koristo dann weiterspricht, geht man zurück zu Torus, sagt ihm, dass man Gardist werden will und dann wieder zu Koristo und startet die Prüfung. Danach ist man Feuermagier und Gardist gleichzeitig. Na gut, aber wir machen so einen Blödsinn jetzt nicht, auch wenn das an sich dann doch ziemlich geil gewesen wäre. Wir machen standardmäßig. Wir sind heute zusammengekommen, um einen Diener des Feuers zu weihen. Geil. Schwöre nun den Eid des Feuers. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit der Flamme verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit der Flamme verbunden sei. Bis mein Körper einkehrt in Belias Reich und das Feuer des Lebens erlischt. Bis mein Körper einkehrt in Belias Reich und das Feuer des Lebens erlischt. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nimm diese Rune als Geschenk von Innos. Sie schütze dich auf deinem Weg. Diese Robe von Innos, jo, ich als Feuermagier mit der Fackel des Feuers, des ewigen Feuers. Wir schauen erstmal die Robe an und dann labern wir mit den ganzen anderen Magiern auch noch. Artefakte, Magie, Feuerpfeil. Wir packen einfach mal den Feuerpfeil auf die 1. Dir fehlt ein magischer Kreis, ja natürlich, ich hab's gewusst. Feuermagierrobe ist, obwohl sie nur ein Stofffetzen ist, ist sie besser als die Schattenkluft. Und vielleicht wird die schwere Schattenrüstung ihr ebenbürtig. Vielleicht können wir dann nochmal zu Diego schauen. Drago. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Ende. Er hat nichts mehr. Koristo. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Magische Kraft. Magischen Kreise. Die hohe Robe des Feuers. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Du bist noch nicht so weit. Komm erst wieder zu mir, wenn du mehr gelernt hast. Okay, wir brauchen mehr Studium, mehr Wissen, mehr Büffeln. Den Masterabschluss sozusagen. Erkläre mir das Wesen der magischen Kreise. Natürlich. Die Kreise symbolisieren deinen Anteil an der magischen Macht. Sie stehen für Wissen, Begabung und für das Erlernen neuer Zaubersprüche. Du wirst jeden Kreis durchlaufen, bis du in den nächsten aufgenommen werden kannst. Es erfordert viele Lernstunden und es bedarf hoher Erfahrung, willst du die höheren Kreise erreichen. Doch die Mühe, sie zu erlernen, wird jedes Mal mit neuen, machtvollen Zaubern belohnt. Die Kreise der Magie sind aber noch mehr als das. Sie sind ein Teil deines Lebens. Sie werden dich immer begleiten. Mache sie zu einem Teil von dir. Ihre Macht zu verstehen, bedeutet, deine eigene Macht zu erkennen. Erster Kreis der Magie, 10 Lernpunkte und wir haben 20. Ich bin jetzt bereit, den ersten Kreis zu erlernen. Den ersten der magischen Kreise zu betreten, bedeutet, die Anwendung magischer Runen zu erlernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie
bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Jawohl, zweiter Kreis. Da fehlen Lernpunkte. Ah, wir können magische Kraft lernen. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Natürlich, und Mana kann man dann theoretisch auch bis 100 steigern? Ich weiß es nicht. Oder geht in Gothic 1 auch schon 300 Mana? Aber ich glaube nicht, oder? Naja, erstmal Mana plus 5. Dass man da mal ein bisschen was zaubern kann. Jo, Choristus war mir eine Ehre. Dann müsste ich jetzt auch den Feuerballzauber, den Feuerpfeil ausrüsten können. Feuerpfeil. Und das wäre jetzt geil, wenn man damit Fackeln entzünden könnte. Das probieren wir irgendwann. Kann der Feuerballzauber, der Feuerpfeilzauber Fackeln anzünden? Für jeden der Kreise gibt es ein Buch, in welchem die Zauber des Kreises erklärt werden. Geil. Studiere sie genau. Denn Wissen bedeutet Macht. Nimm das Buch des ersten Kreises und lerne das Feuer zu verstehen. Geil. Und noch eine. Möge das Feuer dich allzeit beschützen. Ja, möge das Feuer dich auch beschützen, mein magiebegabter Freund. Wir brauchen Schriften. Schriften? Ja, der erste Kreis der Magie. Mana plus 1. Erster Kreis. Als die Götter den Menschen die Fähigkeit zur Magie schenkten, schenkten sie ihnen auch das Wissen, magische Runen herzustellen. Die Diener der Götter haben die ehrenvolle Aufgabe übernommen, diese Artefakte göttlicher Macht zu erschaffen und zu benutzen, wobei der Kreis des Magiers bestimmt, welche Zauber er in der Lage ist zu verstehen und anzuwenden. Licht. Das erste Geschenk Innos an die Menschen. Eine hellstrahlende Kugel wird über dem Magier erzeugt. Mana kosten. Eispfeil. Ein Geschoss aus magischer Energie. Mana kosten. Feuerpfeil. Ein Geschoss aus magischem Feuer. Mana kosten. Wobei, ich weiß jetzt nicht genau, wie Innos Eispfeile wirkt, aber mir soll es recht sein. Jedes magische Hilfsmittel ist mir wert, denn hiermit schwöre ich den Bizeps ab. So, wir werden bestimmt noch den einen oder anderen Punkt in Stärke packen, aber das soll es dann wohl gewesen sein. Der magische Pfad ist eingeleitet. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge Gothic 1. Haut rein! Magie zu Ehren!